Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTime MMA, Freunde. Jake Paul und Khabib Nurmagomedov haben sich einen Austausch geliefert auf Twitter, wo die beiden wirklich miteinander verhandelt haben, wie es denn um Jake Pauls Zukunft im MMA weitergehen könnte, Freunde. Denn Jake Paul ist bereit, eine Einladung von Khabib Nurmagomedov anzunehmen, aber es gibt einen Haken. Und wenn euch das Video gefällt, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen, Freunde. Jake Paul ist dafür bekannt, dass er in der Box- und MMA-Promotion einige Federn rum und für viel Aufsehen sorgt. Er hat sogar den UFC-Präsidenten Dana White wegen der Bezahlung der Kämpfer aufs Korn genommen und ständig verarscht. Während Paul in letzter Zeit viel geboxt hat, möchte er in Zukunft auch einen MMA-Kampf bestreiten, also mindestens einen. Auf seinem Twitter-Account schickte Jake Paul eine Nachricht an Dana White, in der er sagte, dass er auf 170 Pfund heruntergehen könnte. Allerdings würde er es vorziehen, das Mittelgewichtslimit zu erreichen und dort bei 185 Pfund, also 85 Kilogramm, zu kämpfen. Dies veranlasste den zukünftigen UFC Hall of Famer Khabib Nurmagomedov zu einer Antwort, aber es heißt natürlich erstmal zu Jake Pauls Sache nochmal, dass er gegen Conor McGregor im Mittelgewicht bei 84 Kilo, kämpfen wollte, und das für sein UFC-Debüt. Dana White hat natürlich nicht darauf geantwortet, hat es aber wie gesagt nicht komplett ausgeschlossen, dass Jake Paul in der Zukunft kämpfen wird in der UFC. Aber gegen Conor McGregor Mittelgewicht sein UFC-Debüt, das sehe ich nicht, Freunde. Und das würde auch keinen jucken, weil dieser Kampf eh eine pure Zerstörung wäre seitens Conor McGregor. Dies veranlasste den zukünftigen UFC Hall of Famer Khabib Nurmagomedov zu einer Antwort. Der ehemalige UFC-Leichtgewichts-Champion lud Paul zu einem Kampf für seine Promotion Eagle FC ein. Er sagte nämlich, die Türen von Eagle FC stehen für dich und dein Team immer offen. Damit wollte Khabib jetzt sagen, dass er seinen Kampf nicht in der UFC bestreiten muss, sondern wie gesagt kann zu Khabibs Promotion gehen und dort sein MMA-Debüt bestreiten. Jake Paul antwortete aber sehr forsch und mit einer sehr, sehr klaren Message, denn er sagte, dass er bereit wäre, die Reise zu Eagle FC anzutreten, wenn es bedeutet, dass er gegen Khabib Nurmagomedov antreten wird. Er sagte es, Deal, nur wenn ich gegen dich zuerst kämpfe. Und das meint er sicher todernst, egal wie dumm Jake Paul auch klingen mag. Ich glaube, er meint es total ernst, gegen Khabib Nurmagomedov zu kämpfen, wäre für ihn einfach ein riesen Payday und eine Genugtuung. Aber Khabib würde niemals seinen 30. MMA-Pro-Kampf gegen einen Jake Paul bestreiten. Jedoch finde ich, wie gesagt, dieses Angebot einfach mega, mega interessant. Ne, wir wissen alle, Jake Paul und Khabib, ne, die haben nichts miteinander zu tun. Khabib hat hier nur einfach das Potenzial, die Reichweite von Jake Paul gesehen, hat ihn angeboten, dass er das einfach für seine Promotion dann nutzen kann, und wenn er halt dort kämpft. Aber ich denke, Jake Paul wird nicht dort kämpfen. Ich bin gespannt drauf. Er sollte ja eigentlich auch mit Javier Mendez, mit dem Coach von Khabib, trainieren und seinem Team und so weiter und so fort. Ich bin gespannt, wie es dort weitergeht. Wo seht ihr Jake Paul kämpfen? Er fordert hier Conor McGregor und auch Khabib im MMA heraus, Freunde. Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal hier bei NoTime MMA.